Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal keine Actionfiguren, sondern das Unboxing einer neuen Nespresso-Kaffeemaschine. Nach über 10 Jahren geht unsere Maschine in Rente sozusagen, weil der Kaffee schmeckt nicht mehr ganz so gut und es rinnt überall Kaffeewasser aus. Ja? Und ich würde sagen, nach 10 Jahren ist es in Ordnung, eine Maschine auszutauschen. Und ich weiß, Nespresso und Nestle sind umstritten, aber wir recyceln nicht nur die Kapseln, sondern wir sind auch ganz, ganz liebe Menschen und darum dürfen wir das. So, und zwar, es ist nämlich eine ganz aktuelle Limited Edition, passend, ja, es gibt natürlich den passenden Kaffee zur Kapselmaschine, nämlich den Milano Intenso und in dem gleichen Design, übrigens, ja, schmeckt, glaube ich, nicht ganz so gut wie erhofft, ist jetzt auch eine Kaffeemaschine erschienen und die ist preislich jetzt nicht sehr viel teurer als die regulären und darum, ja, das benutzen wir auch jeden Tag, ganz oft und häufig und ich funktioniere überhaupt nur mit Kaffee und darum darf ich jetzt meine allerliebste und bezaubernde Assistentin bitten, mit dem Unboxing zu beginnen und starten Sie bitte, ja, hier sehen wir die zauberhaften Hände, ja, so, hier haben wir mannigfaltige Anleitungen mit der Garantie und Your Safety First, ja, also wie beim ersten Date. Hier ist, das habe ich schon gelesen, hier sind Kaffeekapseln drin, ganze 12 Stück bekommt man hier gratis dazu. Ja, bisschen ein Witz. Schauen wir mal, sollen wir reinschauen? Sollen wir das hier aufmachen, was da wirklich drinnen ist? Ja, bitte unterstützen Sie mich hier. Ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber immerhin, ja, also eigentlich eine nette Geschenksidee. Vielleicht hätten wir das weiter schenken sollen. Das ist kaputt. Ja, nein, bitte. Und jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen des Lebens, nämlich man kann ja den ganzen Tag nicht nur Red Bull trinken, darum Kaffee ist gesünder, hat keine Kalorien. Ich trinke ja immer schwarzen Espresso und bin hier, ja, hier sehen wir schon den Unterschied. Es hat nämlich goldene Akzente im Vergleich zum alten silbernen Modell. Ja. So, na, wir brauchen nicht alles jetzt auspacken der Reihe nach. Es reicht einmal jetzt das Wesentliche rauszunehmen. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie hässlich sie in Natura aussieht. Ja, also es ist ein bisschen over the top. Ja, es könnte auch gut zu den Geissens passen, die Maschine, würde ich sagen. Ja, oder zu anderen Leuten, die vielleicht jetzt nicht, die eher so auf Blink Blink stehen. Ja, aber da gehören wir ja teilweise dann anscheinend auch dazu. So, ja, bitte lüften Sie den Schleier. Und die Maschine vor dem Vorhang. So, ja. Da brauchen wir noch einen YouTube-Video, wie man das Unboxing richtig macht. Ja. Wenden Sie einfach rohe Gewalt an, allerliebste Assistentin. Ja, Wahnsinn. Oh, was ist denn das für eine Tapete? Ja, großartig. Nein, hier sieht man schon, ja, schaut aus wie eine kleine Version der Zeitmaschine nach H.G. Wells. Ja. Fehlt nur noch dass wir das Jahr und den Tag der Zeitreise eingeben. Ja, also hier kann man ganz gut vergleichen. Das machen wir jetzt auch schon. Ja. Der Kanal wird durch die Decke gehen mit diesen Kaffeemaschinen-Vergleichsvideos. So, und zwar hier goldene Applikationen, weil die Mailänder stehen auf das. Das müsste man nur runterbringen. Das schaffe ich natürlich nicht ohne Schere. Ja, also man sieht hier, das ist die Limited Edition. Ja, ich kann noch hier ein bisschen Licht machen, damit man das sieht. Passend, wie gesagt, zum Kaffee. Ja, kurz erhältlich. Und was haben wir uns dann noch gegönnt, weil es eh schon egal ist beim Budget? Wir haben uns nochmal Espresso-Tassen genommen. Ja, weil irgendwie geht gerade alles zu Bruch bei uns und wir müssen neues Jahr, neue Kollektion. Oh, ja, und die sind ja gar nicht mal so hässlich wie vermutet. Ja, und da trinke ich doch meinen Espresso gleich viel lieber. Ja, vielleicht schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Wir sehen, also wie gesagt, die Maschine ist schon relativ alt, ja. Die Knöpfe hier sind hier und hier sind sie jetzt ganz neu so angeordnet. Das ist jetzt nicht neu, ja, nur für uns ist das neu. Und eben diese, wow, alles Gold und jetzt spiegeln wir uns auch drinnen. Da kommen die köstlichen Kapseln rein. Oh, und das, ja, das wird großartig. Und der Wassertank und die Farbe und alles. Ja, jedenfalls, da gönnen wir uns jetzt gleich einen Kaffee und sagen in diesem Sinne, oh, wieder heilige Gral. Und sagen, Prost, habt eine gute Zeit, danke fürs Zuschauen. Demnächst gibt es auch wieder Actionfiguren, vielleicht. Bis zum nächsten Mal und trinkt weiter Espresso. Tschüss.